Moin Leute und willkommen zurück bei dem zweiten Part der Nuzlocke Challenge hier. Und zwar, wie ihr sehen könnt, sind wir gerade aus der Arena rausgestratzt. Wir werden jetzt uns noch die VM holen, Zerschneider, der Storyline ein bisschen weiter folgen, bis wir auf eine Insel kommen, wo wir den zweiten Arena-Leiter wegballern können. Und dann würde ich sagen, dann holen wir uns das mal kurz. Oh, du bist das, dieser großartige Trainer, der im Blütenburgwald geholfen hat. Hilf mir! Oh, Bock. Ja, jetzt sind wir hier kurz vor dem Eintritt des Metallflurtunnels. Ne, Quatsch, Metallflurtunnel. Metaflurtunnel. Und da müssen wir dem Opa hier auch sein Wingull wiederbringen. Und dann können wir ihn auf die andere Insel zurück. Aber wir werden nochmal zurück zum Pokémon Center gehen und uns heilen, weil wir ein bisschen verwundet worden sind. Delta Royale ist sogar schon fast gestorben. Naja. Schauen wir mal, wie es gleich weitergeht. Haus des Zerschneiders. Diese Entschlossenheit, deine Wirklichkeit, du bist wirklich talentiert. Sag nichts, hier, nimm meine VM und nerv mich nicht. Nun geh. Da, unser erster Fight in dem Part gegen Team Aqua. Ja. Der wurde auf jeden Fall hart gecharmt. Jetzt probieren wir es mal mit Tripjun. Tja, jetzt ist Tripjun auch schon fast down, weil die alle verknallt sind in dieses Plüschvieh. Sören, komm raus jetzt. Beende das. Danke, Hieb. Danke. Oha, Ammonitas. Ja, der Encounter in der Höhle. Er ist gekommen. Unsere beiden schwächsten Pokémon sind aber fast tot. Wie kriegen wir den jetzt runter? Igelsamen? So, jetzt ist er schon weit genug, dass wir mit Palme reingehen können. Wir haben ja immer noch Hypnose. Igelsamen ist auch noch aktiv. Dann schauen wir mal, ob wir das tatsächlich gefangen kriegen, weil das wäre ziemlich cool. Steinwasser. So, es schläft. Das ist sehr gut. Egelsamen ist immer noch da. Oh, also... Ah! Ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir den Superball werfen. Und Daumen drücken. Komm. Nice! Unser Ammonitas wird Andy heißen. Andy von der Poké-Family. Grüße gehen auch raus. Yo, wir stehen momentan so mit unserem Team da. Delta Royale wieder an der Spitze mit Level 19. Andy leider noch Level 6. Zum Trainieren kam ich noch nicht. Aber ich denke mal so, wir werden Richtung Peak 20 gehen, also Level 20. Und dann rennen wir in die Arena rein. Und dann können wir uns in der Höhle, wo wir Troy den Brief geben können, noch ein Pokémon fangen. Vielleicht machen wir das sogar vorher, noch bevor wir in die Arena gehen. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal in den optionalen Rivalenkampf. Yay! Ich bin immer noch eine Flasche. Hast du Bock, gegen mich zu kämpfen? Ja, ja, klar. Erstmal tragen wir die Lusche ein und dann machen wir sie kaputt. Quappo. Das ist strong, ja. Aber wir starten mit Sören rein und haben natürlich die Überhand. So, letzter Rankenhieb. Nummer 4. Sören Level 19. Level 15 ist ja eigentlich auch nicht so viel. Aber wir pressen weiter Rankenhieb. Oder auch... Ja doch, geht doch. Ist okay. Bam. Das war der Rivale. Nicht redenswert. Ja, nochmal Route 104. Wer im letzten Part ein bisschen aufgepasst hat, wusste, dass wir da keine Pokebälle hatten zu dem Zeitpunkt. Und hier hinten ist nämlich noch ein Busch. Da dürfen wir noch ein Pokémon fangen. Und das werden wir auch tun. Ein Ibitak!
Ist okay, möchte mich nicht beschweren. Haben wir zumindest, wenn wir es dann fangen, unser erstes Flug-Pokémon. Nein! Ah! Das war so dumm! So dumm! Scheiße! Ja gut, ist wie es ist. Denn... schneiden wir raus. Hat's nie gegeben. Beim alten Opa angelangt, in seiner Bude, der hier fröhlich seinem Wingull hinterher latscht, den sprechen wir jetzt an, weil der uns nämlich zur nächsten Insel bringt und damit auch zum nächsten Arena-Leiter. Auf geht's, Roadtrip! Juhu! Da wird man schon auf seiner eigenen Yachtfahrt oder Speedbootfahrt belästigt. Und von wem? Von unserem Vater, den ach so tollen Arena-Leiter. So, damit sind wir in Faustau Harfen. Ja, hier ist wie gesagt unser nächster großer Kampf, der uns bevorsteht. Wir werden aber dennoch vorher noch einmal in die Höhle gehen und, wenn es nicht wieder stirbt, ein neues Pokémon holen. Und mal schauen, ob es diesmal eventuell sogar Feuer ist. Wir hoffen das Beste. No! Komfusion hat so viel abgezogen? Als ob! Wer hätte denn damit rechnen können? Bin grad ganz woanders. Wir haben unser erstes Pokémon verloren! Nein! Oh, das ist doch Arsch. Ja, somit werden wir unser Hypno-Pikarik auf die Box legen. Bin ein bisschen bestürzt. Hätte nicht gedacht, dass so früh jemand ins Gras beißt, wegen so random Fehler von mir. Ich hätte nie gedacht, dass das Ding uns so wegklatscht. Mann, das war 4 Level unter uns. Dito kommt rein und haut uns einfach weg. Das ist, weiß nicht, unbegreiflich. Granithöhle. Wir dürfen uns eventuell ein 6. Teammitglied wieder reinholen. Ui, ein Garados. Das wäre schon ziemlich strong. Oh, ich will Delta Royale eigentlich nicht drinnen lassen. Der krittet bestimmt wieder des Todes oder so. Obwohl Wandler. We try it. Das Ding kann nur Puchtler? Und hat nur 5 AP? Nee, ich will nicht Puchtler einsetzen. Wir gehen auf Easy Peasy Palme. Setzen darauf, dass es sich selbst verletzt und Palme wieder sofort trifft mit der Hypnose. Nice. So, jetzt muss Palme nur noch treffen. Er trifft. Jetzt hauen wir unseren einzigen Superball raus. Bleib doch drin jetzt! Ja, und jetzt zerstört sich selber. Ach, Gott sei Dank. Lohnt sich das jetzt schon, den Timerball zu werfen?
Wir versuchen es einfach. Je länger der Kampf dauert, obwohl... Ja, komm. Deal or no deal. Nice, danke. Wir haben unser sechstes Teammitglied wieder. Was ein Kampf, Alter. Der hat bestimmt 7 Minuten gedauert oder so. Keine Ahnung. Rotz und Wasser geschwitzt. Unser Garados, nämlich, was ist da los? Warum? Wegen der Hidden Fates Tinbox. Da ist eine Garados-Promo drin. Und daran muss ich denken. Na klar, erscheint einfach random so ein Glurak. Aber ja, wir haben Garados gefunden. Wir wollen uns nicht beschweren. Moin Leute! Kennt ihr Kaffeepausen? Das ist eine tolle Idee. Holy shit! Nein, 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 nein. Das ist so deprimierend. Eine Ewigkeit später. Bam, 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 bam. So, da wir jetzt genug trainiert haben, zeigen wir euch einmal den Zwischenstand. Wie gesagt, der Peak ist 20 an sich gewesen. Aber ein Pokémon brauchte ganz spezielle Nachhilfe und die hat er bekommen. Und zwar hat sich Triebschon entwickelt zu Ariados und hat jetzt auch eine Attacke, die ganz okay ist. Wait a minute. Okay, dass die Typen auch gerandomized sind, das wusste ich jetzt nicht. Oh Mann, Alter. Hammer. Ja, okay. Auf jeden Fall gut zu wissen. Naja, dennoch hat Ariados, oder Triebschon, nämlich Nachtnebel genannt. Und das ist eine ziemlich coole Attacke. Der hat einen soliden Schaden, der variieren kann. Aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, stürmen wir jetzt für diesen Part die Arena. Abfahrt. Da wir jetzt alle weggeklatscht haben... Geht es jetzt an den zweiten Arena-Kampf gegen Carmelo. Mal schauen, was der für uns so über hat. Rein in die Olga! Ich weiß gar nicht, was ich tun soll! Let's do it. Ein Hundesohn. Kann der schon Feuerattacken? Wir waren irgendwie gestartet. Das mit den Typen, das triggert nicht so hart. Ich muss das vor den nächsten Arena-Leiter kämpfen, nochmal genau durchgehen, wer was welcher Typ ist. Oder mir irgendwie aufschreiben. Die Egelsamen. Wie immer gehen wir rein. Jaula. Okay. Hat er jetzt plus 1, richtig? Dann gehen wir auf Rankenhieb. Das macht ja gar nichts. Ja, das geht aber eigentlich. Ich hätte jetzt mit mehr Schaden gerechnet. Tackle? Das zieht auch nicht so viel ab. Volltreffer. Aber Egelsamen regelt. Das läuft. Come on! Ah. Letzter Tackle, los! Jawollo! So ein Level Up. He's nice. X-Bad.
Ja. Gehen wir mal mit Andy rein, weil Andy hat Biss und Aquaknarre. Damit können wir vielleicht was ausrichten. Schauen wir mal. Level 19. Es war eine sehr gute Entscheidung, bis Level 20 zu leveln. Eieiei. Panzerschutz. Ja, wir boosten uns erstmal ein bisschen. X-Bad setzt auch bis... bitte was? Nope. Andy kommt raus. Wir gehen mit Palme rein. Alter. Alter, ist das Ding nervig. Stampfer, los! Just do it! Och, come on! Dieses ewige Zurückschrecken, ey! Palme schreckt zurück! Erstauner! Palme schreckt zurück! Nee, Stampfer, ja, immerhin! Weg mit dem Viech jetzt! Herrgott im Himmel! Fritzelblitz! Andy hat schon so viel Leben verloren. Wir feiern mal das Tribut von Tribjun. Oh. Komm raus, Minion. Zeig, was du kannst. Level 16. Ja, okay. Nachtnebel. Macht doch schon ganz gut Schaden. Ich meine, gut, wir sind jetzt aber auch 7 Level auseinander. Das wäre schon traurig, wenn nicht. Und jetzt geben wir ihm noch auf ganz diskret einen Giftstachel. Wenn es durchkommt. Und kein Supertrank eingesetzt wird. Hier, eine Prise Salz für Camillo. Was eine größere Welle produziert, als ich dir zugetraut hätte. Okay, du hast mich erwischt. Nimm den Orden dieser Arena und geh aus meinen Augen. So, oh, da ist er, der Knöchelorden. Numero 2. 2. Du kannst die VM Blitz auch außerhalb eines Kampfes anwenden. Wenn du magst, kann ich diese technische Maschine anwenden. TM08. Raus aus der Arena, den zweiten Orden in der Tasche. Würde ich sagen, beenden wir diesen Part diesmal. Wird bestimmt ein bisschen kürzer werden als der letzte, aber ist ja auch nicht schlimm. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Viel Spaß, dass ihr bei dieser traurigen Episode dabei wart. Wiederschauen und reingehauen. Ciao.